Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und danke fürs Einschalten. Bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal daran erinnern, diesen Kanal zu abonnieren, falls euch die Videos gefallen haben. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich noch einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und seid nicht schüchtern und kommentiert fleißig das Video. In heutigem Video möchte ich euch ein kleines Wunschliste-Update geben. Also wir haben jetzt so schon Mitte Februar und ich denke, es wird jetzt Zeit, ein kleines Update zu machen, einen kleinen Haul sozusagen auch. Und es sind einige Sachen dazugekommen, reichlich würde ich sagen. Und bevor ich dann lange Videos drehe, dachte ich, ich mache ein kleineres, kürzeres, kompaktes Video und gebe euch hier nochmal so nach und nach Update zu meiner Wunschliste. Da kommen natürlich immer wieder Sachen noch dazu, die ich zum Beispiel in diesem Video, den ich hier oben euch verlinke und in der Infobox verlinke ich das auch übrigens, die halt immer wieder dazu kommen während des Jahres, wo ich sage, oh, das sieht aber auch toll aus und ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Damit das Video jetzt nicht ultra lang wird, legen wir los und am Schluss werde ich noch ein Video dazu drehen zu meinem Experimentenjahr-Update, was sich so in diesen 2,5 Monaten getan hat. Und jetzt legen wir los. Also ein paar Sachen habt ihr schon gesehen. Die gesamte Kiko-Bestellung habe ich jetzt mehrmals gezeigt in den Full Face Off und in den Haul. Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Natürlich steht das auch auf meiner Kommode jetzt. Und die Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit der Bobbi Brown Foundation. Die habt ihr jetzt ein-, zweimal gesehen. Mein erster Eindruck war nicht schlecht, musste aber immer wieder in Videos feststellen, dass ich davon übelst glänze. Diese Foundation soll auch pflegende Wirkungen haben. Welche sind, weiß ich jetzt nicht mehr. Was ich an der Foundation cool finde, dass sie einen SPF von 40 hat, was total cool ist. Ich weiß es nicht. Hier steht Bambo, Gras und Lychee-Extrakt an. Also weiß ich nicht, noch nicht, was ich dazu sagen. Mich stört es einfach daran, dass ich dann davon übelst glänze und ich mir einfach so viel Puder am Ende drauf geben muss, dass das, dieser Glanz minimiert wird. Und selbst da deckt das natürlich immer noch nicht ganz ab. Deswegen weiß ich nicht, ob es mir gefällt. Ich finde die Wirkung, die Pflegewirkung cool. Dass es SPF von 40 hat, finde ich auch ganz cool. Ich finde auch das Design voll cool. Aber vom Auftrag her, es ist jetzt leichte Deckkraft. Kann man irgendwie auch Schicht, wenn die erste Schicht sich schon ein bisschen so gelegt hat. Aber meine Lieblingsfoundation wird es jetzt nicht. War auch sehr teuer, finde ich. Ich weiß gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, schon teuer. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall würde ich sie mir nochmal nachkaufen. Wahrscheinlich eher nicht. Hat mich jetzt nicht überzeugt. Werde aber natürlich noch weiterhin testen und gucken, wie sie sich noch verhalten wird. Das ist das Erste, was ich mir so von meiner Wunschliste gegönnt habe. Und als ich meine Infobox zu meinem Video Wunschliste 2021 gemacht habe, habe ich geguckt, ob ich diesen Lipstick noch bekommen kann bei Bobbi Brown oder irgendwo anders. Und tatsächlich habe ich sogar eins gefunden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in dieses Video reinzugucken, damit ihr wisst, welcher Lipstick das ist. Das war ja so eins, der so ein bisschen geschimmert hat in so bläulichen Farben. Und ich habe eins gekriegt. Ich meine, es gab zwei Farben. Ich weiß es nicht. So sieht die Umverpackung aus. Richtig, richtig schön, finde ich. Und so sieht der Lippenstift selber aus. Und ich hoffe, oh ja, ihr könnt es erkennen. Und das habe ich so gemocht. Das hat also richtig, richtig cool. Und allein schon wegen dieser Farbe hier, die so leuchtet, wollte ich es haben. Weil das halt nicht jeder besitzt. Nicht jeder Lippenstift hat. Und ja, ich habe das in der Farbe Showstopper und ich habe es einmal aufgetragen. Die Farbe ist jetzt, glaube ich, eher weniger meins, wobei jetzt mit den blonden Haaren geht das. Was mir auffällt, dass das nur aufgesprüht ist, dass es halt innen drin nicht so ist. Oh, es passt so den Look, oder? Wenn man so ein bisschen tupft.
Ja, zu dem Look passt das echt gut, ne? So gefällt es mir eigentlich, aber ich habe da jetzt schon Lipgloss drauf und keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das gegönnt und bin auch froh, dass ich das noch bekommen habe. Ich mag die Verpackung und ich mag es halt, wie es glitzert und schimmert. Das ist richtig cool. Ja, dann stand jetzt nicht auf meiner Liste, aber ist auch neu in meinem Sortiment und werde ich euch gerne zeigen. Ich habe das zweite Mal in meinem Leben bei Sephora bestellt. Eigentlich wegen einer Lippenpflege, diese Laneige Lip Sleeping Mask, genau, die man halt abends aufträgt und damit schlafen geht. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Der erste Eindruck war positiv. Ich werde es weiter austesten und werde dann berichten. Und habe mir dann halt noch ein paar Sachen dazu bestellt, dass es nicht nur bei dieser Maske bleibt. Einmal habe ich das von Fenty Beauty. Fenty Beauty ist die Marke von Rihanna. Und ich habe die Farbe Move Wise 01 oder Wifes. Und so sieht das aus. Ich mag die Farbe, die ist richtig, richtig schön. Die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Und ja, ich liebe diese Farbe. Ich werde sie jetzt nicht auftragen, weil sie jetzt nicht so ganz in den Look passt. Aber sie ist sehr deckend. Finde sie sehr schön vom Auftrag her. Ja, ihr seht das schon, es ist wirklich sehr deckend. Richtig schön auch. Ja, und zu diesem gab es noch ein Gratis-Produkt extra. Und zwar Gloss Boom Universal Luminizer. Das sind diese berühmt-berüchtigten Lipglosse, die richtig gut sein sollen. Und ja, Farbe konnte man sich, glaube ich, hier nicht aussuchen. Aber ich habe die Farbe... Ist es die Farbe Fenty Glow? Ja, auf jeden Fall in dieser Probiergröße. Ich weiß gar nicht, wie groß die Originale sind. Ich gehe jetzt davon aus, dass das die Probiergröße ist. Ich finde die Farbe sehr schön und werde dann wie immer berichten. Oh mein Gott. Okay. Wie die so sind. Oh, auf jeden Fall ist es Gloss pur, ne? Ich bin gespannt, wenn ich das dann richtig ausprobiert habe und ausgetestet habe. Und dann gab es ein Angebot bei Huda Beauty, also auf Sephora im Huda Beauty Bereich. Und zwar, ich glaube, das war so ein Valentinstagsangebot oder sowas. Gab es so ein Set aus zwei Lipglosse. Und ich fand die Verpackung schon in den Bildern voll gut. Deswegen kamen die eigentlich auf meine Wunschliste dann später. Und dachte ich, ja gut, wenn sie ein Angebot sind, warum nicht? Bestelle ich die mal und gucke, wie die sind. Und ich mag die Verpackung, also das Packaging, richtig cool. Ich mag ja dieses Perlmutt. Ich liebe alles, was Perlmutt ist. Ich habe schon einige Produkte gekauft, einfach weil die so designt sind. Richtig schön, ich liebe das. Und dann ist es auch noch so am Glänzen und in Bunt, also total meins. Und ja, so direkt habe ich das noch nicht ausprobiert. Ich habe heute, glaube ich, einen aufgetragen, um zu schauen. Hier ist einmal die Farbe Spice. Das ist die hier. Und das, was ich ein bisschen bemängeln muss, dass es sehr schwer ist, die rauszubekommen. Und ich glaube, die sind ein bisschen monochrom sozusagen. Ja, da sieht man ein bisschen grün und pink. Richtig schön. Ich liebe ja monochrom, ne? Und das ist die Farbe Sugar. Auch sehr schön. Ich habe bis jetzt nur von Huda Beauty eine Palette, die Desert Darks, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Die Reloadete. Ja, die ist schon ein bisschen mehr schier. Ja, die ist so mehr Perlmutt-mäßig, ne? Aber auch schön, gefällt mir sehr gut. Ich liebe das ja. So Schimmer, Perlmutt und alles, gefällt mir alles gut. Und dann habe ich, ja, mehr oder weniger stand das ja auch auf meiner Wunschliste, mehr von Fit Me zu experimentieren. Und den habt ihr auch schon einmal gesehen in einem Video, den Fit Me Matte Poreless in der Farbe 100 Warm Ivory.
Ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich habe es heute nicht drauf, aber damals, wo ich es drauf gemacht habe, fand ich den ersten Eindruck nicht schlecht. Den habe ich nämlich bei Madame Tamtam gesehen und sie hat ihn empfohlen. Ich glaube, das war bei ihr im Jahresfavoriten. Und ich habe gedacht, ja komm, probier das mal aus. Die meinte, das hat High-End-Qualität. Ja, finde ich nicht schlecht, wie gesagt. Kommt auch mit so einem Spongstab, aber den benutzen wir, glaube ich, alle nicht. Aber gut, den zu haben. Ja, auf jeden Fall ist das auch bei mir neu. Und das stand eigentlich auch bei mir auf der Wunschliste. Diese Lipglosse von Maybelline, die Liftergloss oder Liftglosse mit Hyaluronsäure. Und ich habe die Farbe 003 Moon. So sieht das aus. Ich finde die Umverpackung auch sehr, sehr schön. Schlicht gehalten, sozusagen auch cool. Irgendwie eher so eine neutralere Farbe genommen. Es hat aber sehr viele Farben und gefällt mir eigentlich auch ganz cool für den Drogeriebereich. Finde ich das nicht schlecht. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn dann würde ich dann im Video erkennen und euch im nächsten Video dann Bescheid geben. Ich, wie gesagt, ich wollte das Video klein und kurz halten. Ich habe so das Gefühl, als hätte ich noch was vergessen, aber ich hoffe nicht. Ansonsten sehen wir das hier auf meinem Tisch irgendwann, auf der Kommode. Und ja, mein Monitor sagt, 16 Minuten habe ich gerade das Video gedreht, deswegen mache ich jetzt Schluss hiermit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich super drüber freuen. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!